Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Unreal World. Wir sind noch auf der Suche nach ein bisschen Nahrung hier im nächsten Dorf, das wir gerade betreten haben. Hier ist wieder Fischereiladen. Und wieder ein Laden, der extra mietet. Wir brauchen demnächst auch noch eine Carving Axt. Ach, was wir noch alles brauchen, das ist ja unglaublich. Hier liegt eine Carving Axt. Gehen wir mal auf, mal sehen, vielleicht kriegen wir die. Vielleicht können wir hier so einen kleinen Schnapper machen. Ich biete ihm dafür 3 tolle Bretter. Okay, das ist nicht annähernd genug, meint er. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hier oben, das könnte ein Heiler sein. Mit dem reden wir mal kurz. Ask for help company? Nee, das war er wohl nicht. Egal, wir suchen hier auch Nahrung. Hier einer, der verkauft auch Werkzeug. Oder ist das ein Waffenhändler? Das ist ein Waffenhändler, glaube ich. Schöne Schwerter. Boah, Battle Sword. Hallo? Bastard Sword. Schöne Sachen haben die hier. Ja, und wenn ihr euch gerade fragt, boah, haben die tolle Sachen, kann man denn hier nicht einfach das Dorf überfallen? Klar kann man das. Aber wie ich schon sagte, realistisches Rollenspiel und da kommt man nicht weit. Also, vielleicht erschlägt man einen, vielleicht noch einen zweiten, aber selbst das bezweifle ich, die werden einen vorher umbringen, weil die greifen einen dann nicht alle gleichzeitig an und da hat man einfach keine Chance. Aber auch hier scheint es keinen Händler zu geben, der Essen anbietet. Aber wir haben hier... Genau. Da sagen es gerade die Schafe selbst. Mäh. Wir haben hier Schafe im Angebot. Das Dorf sollten wir uns also merken, dass es hier Schafe gibt. Ich gehe mal zum nächsten Dorf. Obwohl, ich trinke erstmal was hier vorne an dieser kleinen Pfütze. So. Dann gehe ich mal ins nächste Dorf. Na. Genau. Mal umgucken hier. Die Höhle könnten wir eigentlich auch mal erforschen, wenn wir hier sind. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was zu essen bekommen. Dass wir so lange überleben, bis unsere Netz was einbringen. Der hat auch Kleidung hier. Toll, Handschuhe. Brauchen wir auch noch. Ja, wie gesagt, wir brauchen so einiges. Aber es ist ja noch Zeit, bis der Winter kommt. Von daher, bloß keine Panik. Hier bieten sie alle nur Kleidung an. Was ist denn hier los? Nur Kleidung, Kleidung, Kleidung? Ah, ein Essensshop. Sehr schön. Hallo, guten Tag. Habe ich den schon leer gekauft? Kann das sein? You see a dried forest reindeer cut here. Das nehmen wir mal und da bieten wir ihn an ein von unseren tollen Brettern. Na, das macht er sogar. Gut, also hier kommen wir relativ günstig an Nahrung. Nur ich weiß jetzt nicht, ob Nahrung nachspawnt oder ob die nicht nachspawnt. Und ob die Läden jetzt immer leer bleiben. Er hier, den haben wir auch noch nicht gesehen. Tricky the Hunter. Mal gucken, ob der irgendwas zum Traden hat. A Wooden Mug. Nee, was soll man denn mit einer Tasse? Sonst hat er nichts. Er hat nur eine Tasse dabei. Genau. Mit seiner Tasse zieht er durch die Wildnis. Und ansonsten hat er nichts dabei. Sehr interessant. Gut, verlassen wir das Dorf mal. Essen vorher was. Es war ja auch nicht gerade viel, was wir hier gerade uns erhandelt haben. Weniger als ein Pfund. Gut, ich lege mal eben das Paddel weg. Erstmal den Longbow und dann das Paddel. Und dann werde ich mal was wielden. Was wielden, genau. Und zwar unseren Kaumolais-Speer. Den berühmten Kaumolais-Speer, den ich euch ja schon vorgestellt habe. Im kleinen Teaser-Video. Dann betreten wir jetzt mal die Höhle. Die Höhle des Bösen. Gut, wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, man könnte sich auch in Höhlen niederlassen. Aber wir wollen uns ja ein kleines Häuschen bauen. Wer lebt denn schon in der Höhle? Wir sind doch kein Tier. Hier können wir nicht runter, das ist zu steil. Na, wo ist denn der Eingang zur Höhle? Hier können wir nicht hoch, das ist zu steil, müssen wir klettern. Hier kommen wir runter. Ja, ihr seht schon, hier ist es ganz schön, ja, hügelig, gebirgig, sagt man so, gebirgig, hier ist es gebirgig und hier ist der Eingang zur Höhle. Da müssen wir hochklettern. Ich habe gesagt, hochklettern. Gut, das haben wir erfolgreich erledigt. Und hier in der Höhle können wir immer nur, ja, im Prinzip können wir nicht sehr weit gucken. Machen wir es mal anders. Kletter ich nochmal hier runter. Man kann sich auch Fackeln bauen. Können wir mal nachgucken, wie das geht. Ja, wieder die falsche Taste. Worunter könnte ich das denn finden? Lumber?
Trapping, Utility Articles. A Torch. Genau. Eine Torch. Dafür brauche ich 10 Branches. Na, dann holen wir uns nochmal 10 Branches, wenn wir denn hier überhaupt einen Baum finden. Meistens ist um die Hügel, um die hügelige Landschaft kaum Bäume. Das sehen wir ja hier. Hallo? Loading Map. Jetzt gehen wir in den neuen Bereich rein. Zoomen wir mal raus. Holen uns nochmal hier ein paar Branches. Damit wir mit einer Fackel da rumrennen in der Höhle. Damit wir auch mal sehen, was da los ist. So, ein paar Branches von dem Baum bitte. 12 Branches, davon nehme ich, ach, nehmen wir einfach mal alle mit. Genau, und jetzt machen wir uns eine schöne kleine Torch. Wieder die falsche Taste gedrückt. Es ist nur los mit mir. Und wieder die falsche Taste, hallo. Konzentration bitte, Utility Articles und dann die Torch. Davon machen wir eine. Jetzt haben wir eine Torch. Ich weiß gar nicht, ob wir die Torch anzünden können, ohne Feuer, oder ob wir ein Feuer brauchen. Ich nehme mal lieber noch ein paar Twigs mit. Oder Reiter. Ich weiß es auch nicht so genau. So, die nehme ich mal alle mit. 31 Branches. Dann zoomen wir mal hier raus und dann gehen wir nochmal in die Höhle rein. Mensch, Mensch, Mensch. Alles tun muss, um hier in die Höhle reinzukommen. Man muss ja den Tag irgendwie rumkriegen. Ihr seht, es ist immer noch Morgenzeit. Ja. Your grip slips at 2 meters from the start. You fall few feet with no injuries. Continue climbing? Ja, natürlich. Ja, nur wieder abgerutscht. Und wieder. Echt? Jetzt haben wir es endlich geschafft. Gott sei Dank. Wir sind jetzt zweimal, dreimal, viermal runtergeplumpst. Der Schrei ist geil, oder? Irgendwann erstmal. Hoppala, da erschreckt man sich erstmal. Das war die falsche Taste. Ich wollte nur gucken, ob wir irgendwo verletzt sind. Ah, genau. Das ist unsere Übersicht. Wounds, Injuries and Diseases. Aber beim Runterfallen haben wir uns nicht verletzt. Es hätte durchaus passieren können, dass wir jetzt da, ja, die 2 Meter, die wir runtergefallen sind jetzt ein paar Mal, uns was gebrochen haben. Es kann durchaus sein, dass wir uns jetzt innere Verletzungen zugezogen haben, die hier noch nicht angezeigt werden, da wir unser, beziehungsweise unser Medizinskill dafür noch nicht ausreicht. Also es ist durchaus möglich, dass wir gleich tot umfallen. Ist unwahrscheinlich, aber es könnte passieren. Wenn wir uns jetzt irgendwas gebrochen hätte, dann würde das hier stehen, zum Beispiel, was ich, rechter Arm gebrochen, dann wäre es hier, ja, das ist der rechte Arm, liebe Zuschauer, immer betrachtet aus der Person, die hier steht, dann würde das hier angeführt und dann würde das hier aufgelistet sein. So viel zu den Injuries. Jetzt versuche ich mal ein Feuerchen zu machen. Where to build a fire? Ja, das geht natürlich nicht. Da muss ich erstmal unsere Branches hier droppen. Bitte alle da hinlegen, genau. Und dann machen wir hier das Feuerchen. Hat nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt. Schön. Hat jetzt die Höhle auch nicht gerade komplett erleuchtet. Machen wir jetzt mal Apply the Torch. Zum Feuer, genau. You light your torch. Wunderbar, und jetzt können wir die Höhle erkunden. Jetzt sehen wir auch schon, dass wir mehr sehen. Aber hier in der Höhle scheint gar nichts drin zu sein. Ja, hier ist tatsächlich nichts drin. Gucken wir nochmal hier. Da ist auch nichts. Naja. Und hier in die Höhle könnten wir, glaube ich, auch nicht einziehen, denn dafür müssten die Höhlengänge zusammenstehen, wie zum Beispiel hier, die beiden. Dann könnte man da eine Tür einbauen. Aber hier, dem ist ja nicht so. Hier kriegen wir keine Tür hin. Das klappt nicht. Egal. Wer baut auch schon Türen in Höhlen ein? So. Ja, bitte weiter climben. Mann, du sollst doch nur da runter. Liebe Zuschauer, ich will nur da runterklettern und er schafft es nicht. Er schafft ja noch niemals runterzufallen, obwohl er die ganze Zeit runterfällt. So, jetzt Dankeschön. Mann. Oh, hier sehen wir eine Person auf der Karte. Das könnte ein Händler sein oder ein Abenteurer. Können wir leider nicht auswählen, beziehungsweise können wir leider nicht treffen. Normalerweise können wir jetzt auf das Feld gehen und dann würden wir den treffen. So wie zum Beispiel Tiere, über die man zufällig läuft. Gut. Erstmal noch ein bisschen was von dem, was wir dabei haben. Dann würde ich sagen, geben wir uns zurück zu unserer Siedlung. Wo war die denn noch gleich? Schauen wir auf die Karte. Ah ja, da, links. Also, da.
Mal gucken, noch zum Wasser schnell. Droppen wir bitte unser Raft. Okay, und wir müssen dann noch unser Paddel in die Hand nehmen. Das ist hier Buchstabe M. Und dann können wir lospaddeln. So. Wo war nochmal unsere Insel? Da unten. Da ist sie ja. Genau. Da sehen wir schon, unser Verschlag wird angezeigt. Unsere Netze werden angezeigt. Ah, wunderbar. Aufpicken und dann rein da. So. Schön. Home sweet home, praktisch. Ich leg mal unser Raft ab. Und dann fahren wir nochmal aufs Wasser raus. Denn wir müssen uns noch ein bisschen was zum Mampfen besorgen. Mit Axie Fishing und der Fishing Rod geht's los. Ach, wir fangen wieder nichts. Ich sehe es schon kommen. Ja. Ja, nee, ist klar. Passt schon. Bisschen was zu essen haben wir ja noch. Oder? No, you don't have anything to eat. Schön. Yes, yes, yes. 8 Pfund Fisch. Yippie. Los zum Land. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Feuerholz. Haben wir ja schon hier. Firewoods, genau, Firewoods. Nehmen wir mal, komm, hier. 5 von Firewoods. Nehmen wir mit. Droppen die hier und dann gibt's gleich lecker, lecker Essen. Mmh. Jetzt haben wir endlich mal eine vernünftige Menge an Fisch gefangen. Das ist doch mal super. Und direkt das Feuer entzündet. Ab geht's mit der Kocherei. 3 Breams für 2 Pfund. Oh, ist okay. Should be complete shortly. Das braucht nicht so lange. Probieren wir das gleich nochmal mit der Pike. Die braucht natürlich ein bisschen länger mit 6 Pfund. Should be complete in few hours. Na, das ist ja kein Problem. So, die Breams sind fertig. Da hauen wir uns direkt was von rein. Hm. Sind nicht ganz satt geworden, aber wir haben ja noch die Pike. Können wir die schon aufheben? Nein, die ist noch nicht fertig. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ist die Pike jetzt fertig? Na, müssen wir immer noch warten. Jetzt? It smells like a roasted pike is ready. Schön. Jetzt können wir sie essen. Und damit sind wir satt. Mal kurz unseren Durst stillen. Dann würde ich sagen, da wir extrem tired sind, hauen wir uns auch direkt hin. Ist ja auch schon später Abend. Vielleicht schlafen wir jetzt mal die Nacht durch und können dann morgen frisch in den Tag starten. Gute Nacht. So, es ist der Morgen. Wir sind wieder ausgeruht. Wir haben noch ein bisschen was zu essen dabei. So, ein bisschen was trinken. Lecker, lecker. Ja, möchte ich. Und was zu essen. Ja, 5 Pfund Fisch haben wir noch. Sehr schön. Dann wollen wir nochmal gucken, was unsere Netze eingebracht haben. Na, wo sind sie? Hab ich so weit draußen hingelegt. Alles klar. Boah, hat schon gedacht, hat jemand meine Netze geklaut? Darf doch nicht wahr sein. Pull the net up. Nichts gefangen. Und auch wieder nichts gefangen. Mein Gott, darf doch nicht wahr sein. So langsam verzweifle ich. Gut, setzen wir das Netz wieder ins Wasser. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und gucken dann morgen nochmal nach. Könnten natürlich jetzt nochmal rausfahren und aktiv fischen. Aber. Ich überlege gerade, ob wir schon mal anfangen sollten, unseren Keller zu bauen. Nein. Auch das ist nicht die richtige Taste. Die Tastenkombination habe ich mir immer noch nicht so drauf geschafft. Das ist das Problem. Ich hatte es mal eine Zeit lang sehr häufig hintereinander gespielt, Unreal World, und dann hatte ich die ganzen Tastenkombinationen natürlich auswendig gelernt. Jetzt vor meinem Let's Play habe ich es kaum gespielt und deswegen weiß ich die ganzen Tastenkombinationen nicht mehr. Ich will doch nur bauen. Bauen will ich. Bitte. Da, genau. Building. Nee, Building ist auch wieder falsch. Vielleicht doch Utility Articles? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich wollte jetzt nachgucken, was wir brauchen, um einen Keller zu bauen. Das muss doch hier stehen. Buildings. Da ist es doch. Cellar. Mein Gott, bin ich blind. Da drücken wir einfach mal in die Richtung. Dafür bräuchten wir 6 Slender Trunks, 6 Boards und 10 Steine. Steine. Ja, Steine sollten wir doch beschaffen, oder? Hier liegt nur ein Rock. Da liegt ein Stein. Hier die großen Dinger hier. Das hier, das sind Steine. Den moven wir direkt mal. Brauche ich ihn
Hey, weiter moven. Moven wir hier hin. Alles auf einen Haufen. Ah, da unten liegt noch ein Stein. Den moven wir auch. Den Stone bitte. Ihr seht, 14 Pfund. Das ist nicht so einfach zu tragen. Okay, wir sind ein großer Kerl. Wir können den trotzdem tragen. Ist ja kein Problem. Aber solange sie hier in der Nähe rumliegt, brauchen wir das ja nicht. Naja, auf der Suche nach Stein. Anstatt, dass wir uns was zu essen besorgen. Den hebe ich mal auf, den Stein. Schön, unsere Insel. Muss ich sagen. Muss ich sagen, haben wir uns gut ausgesucht. Hier den Stein, wir nehmen natürlich auch mit. Wie viel sind das jetzt insgesamt? 4? 5? Ich weiß es nicht genau. Ein bisschen was können wir auch noch tragen. Wir sind ja, wie gesagt, ein großer Kerl. Den Stein mitnehmen, den mitnehmen. Den mitnehmen. Und den. Ja, ja, wir sind Jäger und Sammler. Aber wir sind eher Sammler. Hungriger Sammler. Der nicht in der Lage ist, Fisch zu fangen. So, das sollte jetzt aber gleich reichen, oder? So, das sollten jetzt 10 Steine sein zu unserer Siedlung. Und dann können wir anfangen, unseren Keller zu bauen. Denn im Keller bleibt der Fisch länger frisch. Und das Fleisch übrigens auch. Und im Keller kann man sogar erfrieren, wenn man drin steht. Wenn man im Winter im Keller stehen bleibt, stundenlang erfriert man dort. Geil, oder? Ich meine, wahrscheinlich erfriert man auch, wenn man stundenlang draußen stehen bleibt im Winter. In diesem Spiel, aber nun gut, das ist was anderes jetzt. Das meinte ich nicht. Ja, also man sollte nicht im Keller stehen bleiben. Merkt euch, wenn ihr das Spiel mal selber spielt, bleibt nicht im Keller stehen. Niemals. Nie, nie, nie. So, jetzt bauen wir noch Slender Trunks. Dafür müssen wir so einen dünnen Baum umholzen. Da. Da haben wir doch einen. Ich will wieder die falsche Taste. Nein, so. Fell a Tree. Genau. So, dann müssen wir doch gleich alles zusammen haben. Den droppen wir mal. Unsere Sachen, die wir gerade hier, die Slender Trunks, die 4 Stück. Ja, all droppen. Droppen, droppen, droppen. So, das müsste es doch jetzt gewesen sein, oder? Das ist nur die Frage, wo bauen wir unseren Keller hin? Hier bauen wir ja unser Häuschen hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Würde ich sagen, bauen wir den Keller. Warum bauen wir den Keller nicht dahin? Oder hier? In die Mulde? Das wäre doch cool, oder? Den Keller in die Mulde. Das machen wir. Den Keller in die Mulde. Welche Taste war das nochmal? Da. Der Zeller. Nochmal auf 7. Slender Trunks haben wir. Ach, wir brauchen noch ein paar Boards. Das reicht nicht. Hier liegen nur 2 Boards. 2 haben wir dabei. Ja gut, Boards haben wir ja genug hier. So, die moven wir mal darüber. Da. Machen wir das Ganze nochmal. So, Building, Cellar und da oben hin. Ja, Slender Trunks habe ich. Was will er denn von mir? Board doesn't work as Slender Trunk. Muss ich den Slender Trunk aufheben? Wie viele Slender Trunks liegen denn hier? 4. Ach, dann brauche ich noch 2. Na. Hey, jemine. Ne, das war wieder falsch. Also irgendwie. Hausarbeiten und sowas und Zimmermannsarbeiten scheint nicht meine Sache zu sein. Das droppen wir auch, legen wir wieder hin. So, jetzt aber bitte schön bauen hier. Mit der richtigen Tastenkombination. Zeller und dann da hoch. Jetzt haben wir alles zusammen. Wir haben die Slender Trunks, wir haben die Boards, wir haben die Steine. Jetzt fehlt uns die Schaufel. Können wir vielleicht das Paddel dafür benutzen? Natürlich nicht. Okay. Utility Articles. A wooden shovel. Jetzt ist es wieder genau das, was ich gesagt habe. Wir brauchen doch eine Schaufel. Aber wir haben alles dabei. Wir haben a block of wood, da stehen wir ja drauf. Ein Axe for rough cutting, also für die rauen Arbeiten. Und dann für die feinen Arbeiten haben wir auch unsere große Axt. Das ist suboptimal. Aber wir wollen ja keine schöne Schaufel bauen. Wir wollen jetzt überhaupt nur eine Schaufel bauen. Brauchen wir wahrscheinlich wieder stundenlang für. Oh komm, 3 Stunden für eine Schaufel? 4 Stunden für eine Schaufel? Bist du wahnsinnig? Das dauert noch. Okay. 7 Stunden für eine Schaufel. Passt schon. Erstmal mal ein bisschen was.
Erholen uns ein bisschen, trinken ein bisschen was. So, jetzt aber. Wir bauen einen Keller. Ah, ich glaube, damit habe ich auch schon die Überschrift für diese Episode gefunden. Wir bauen einen Keller. Eventuell. So. Schaufel haben wir. Und los geht's. Task Post. To be continued at will. Okay. Wahrscheinlich, weil wir erschöpft sind. Okay. Jetzt haben wir keine Erschöpfung mehr. Fatigue, none. Jetzt können wir endlich anfangen, beziehungsweise weitermachen, hier unseren Keller zu bauen. So, jetzt aber. Das reicht immer noch nicht ganz. Lass uns noch ein bisschen erholen. Und jetzt geht's weiter mit unserem Kellerbau. Mann, ist das anstrengend. Ja, Applaus, Applaus, Applaus. Nee, doch nicht. You are too tired to continue. You need to sleep. Gut, dann trinken wir noch was. Essen noch was. Wenn wir noch was dabei haben, haben wir noch. Sehr schön. Und dann pennen wir halt erstmal eine Runde. Gute Nacht. So. You are a bit thirsty. Ja, dann trink was. Ess was. Oh, schon wieder nichts zu essen dabei. Aber Hauptsache ein Keller bauen. Nichts zu essen, aber ein Keller. Kann ich jetzt bitte weiterbauen? Ja, und jetzt Applaus, Applaus, Applaus. Unser Keller ist endlich fertig. Da könnten wir jetzt Fisch reinlegen oder Fleisch, wenn wir denn welches hätten. Gut, unser Keller ist fertig. Liebe Zuschauer, schaut mal an, das ist unser Stück Land. Keller, Verschlag, unser Auto, beziehungsweise unser Raft. Ist das nicht super? Und mit diesem wunderbaren Anblick verabschiede ich mich für heute und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, bedanke mich fürs Zusehen und sage, ja, tschüss, ciao und bye bye.